Es sind immer noch einige Fragen rund um die Räumung des Hambacher Waldes offen. Wir haben jetzt eine große Anfrage eingereicht mit 85 Einzelanfragen, wo wir bestimmte Komplexe noch einmal nachfragen. Zum Beispiel die Frage der Kommunikation. Wann hat wer aus der Landesregierung mit RWE gesprochen? Was wurde dabei womöglich auch versprochen? Wir wollen klären, was die Rolle der Staatskanzlei in der ganzen Sache war. Und wir haben Fragen zur Gutachtenvergabe, wo aus unserer Sicht auch manche Dinge wohl nicht ganz einwandfrei gelaufen sind. Die Gutachten sind wichtig, weil damit die Landesregierung rechtlich den Weg und die Argumentation bereitet hat, um diesen Wald dann auf Grundlage des Brandschutzes zu räumen. Wir haben aber auch schon viele Fragen klären können. Wir haben ja hier im Parlament das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gebracht und wir wissen im Prinzip, dass die Landesregierung sich zur Handlangerin von RWE gemacht hat und alles daran gesetzt hat, um diesen Wald zu räumen, damit RWE roden kann. Und wir wissen auch, dass dieser Polizeieinsatz unverhältnismäßig war, denn in Berlin tagte ja schon die Kohlekommission, um einen Kompromiss bei diesem politischen Streit zu finden. Und auf der anderen Seite stand noch ein Urteil beim Oberverwaltungsgericht aus und auch das hat die Landesregierung nicht abgewartet. Trotzdem wollen wir die offenen Fragen, die jetzt noch da sind, nochmal stellen und wollen eine Antwort darauf. Wir finden es wichtig, bei diesem Thema noch einmal nachzuhaken und es der Landesregierung nicht einfach durchgehen zu lassen, dass sie hier das Recht so zweckentfremdet hat. Und wir sind wirklich gespannt, wie die Landesregierung unsere Anfrage jetzt beantwortet.